muss es doch immer sein mit der gefühlten Temperatur und die tatsächliche Temperatur. Wissen Sie, also soll ich Ihnen das erklären jetzt? Sagen wir mal, hast tatsächlich 5 Bier getrunken. Vom Gefühl denkst du, das waren nur 3. Also trinkt man noch 2. Ne? Genau, der Leiter. Das wäre ja schon mal eine wunderbare Vorlage, wen vor unserer Sendung heute Abend. Der Bäcker Heinz, also eher der Gerd Dudenhöfer, der hat ja unser Spruch wirklich im Rest von Deutschland bekannt gemacht. Ich glaube, meine Gäste sehen das nicht anders. Susanne Wachsesbeimer, die neue Unterhaltungschefin von SR3, seit Jahrzehnten auf dem Trip, die Mundart zu fördern. Und der Schorsch Salzesbeimer, saarländischer Liedermacher, einer der Protagonisten, die sich um die saarländische Sprache kümmern. Schwätzen wir mal gerade kurz über den Bäcker Heinz, beziehungsweise über den Gerd Dudenhöfer. Er ist schon so ein bisschen der Botschafter für unsere Sprache im Reich, wie es mir reicht. Auf jeden Fall. Also für mich ist der Gerd jemand oder beziehungsweise der Bäcker Heinz jemand, der erstens mal die Mundart im ganzen Land bekannt gemacht hat. Und dann ist er für mich jemand, der wirklich auf einem Niveau ist mit Loriot oder mit H.P. Kerkeling. Der hat ein ganz eigener Humor und hat damit auch den saarländischen Humor geprägt. Also ich finde es klasse. Ja, schon mit ihm zusammen geschafft, ne? Ja, ja, auch klar, ne? Und man kennt ihn in ganz Deutschland. Ja. Wenn ich irgendwo außerhalb vom Saarland bin und Leute sagen, ach, was ist das für ein Mundart? Gell, sie kommen aus dem Saarland. Jo, wie der Bäcker Heinz. Das war nicht, geh fort und da lachen die sich kaputt. Ne? Komm, geh fort, genau, so sind wir. Wir versuchen das halt oft wirklich so auf Blatt, auf Saarländisch, weil es ja eigentlich nicht gibt, weil es ja ganz viele Richtungen gibt, Moselfränkisch, Rheinfränkisch. Wir haben schon gesagt, vielleicht rutschen mal zwischendrin mal in Hochdeutsch, aber das ist ja dann auch egal. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das wirklich vor der Kamera, vor dem Mikrofon, vor dem Rotlicht dann versucht, mal so durchzuhalten. Ne? Aber wir probieren mal. Die haben gestern auch eine schöne Veranstaltung gehabt, ich sage Münd, immer am Tag der Muttersprache. Das ist ja der Grund, warum wir das hier heute so machen und wie wir das heute machen. Der Schneider Felix war gestern da und hat sich in der Brasserie Terminus, ich sage Münd, mal umgeguckt. Es ist noch nicht lang her gewesen, war ich in einer großen Stadt. Bin ein bisschen rumgelaufen, auf einmal war ich ganz schön platt. Der Wackmichel singt schon seit Jahren auf Platt. Er ist Bluesmusiker und kommt aus Zweibrücke. Nackig ist und alle nackig ist. Ihr braucht euch nicht aussehen, nackig ist. Viel schöner. Mundart ist die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Ich träume in Mundart. In Mundart kann man Sachen einfacher und anders auch ausdrücken und mehr auf den Punkt bringen als in den Hochsprachen. Und ich denke, ich soll so singen, wie mir Schnabel gewachsen ist. Deswegen steht der Pelser am Dorf in der Muttersprache in Saargemünd bei der Saarländer und Franzose auf der Bienen. Alle drei machen viel dafür, dass ihr gemeinsame Muttersprache nicht aussterbe tut. In Saargemünd gibt es jedes Jahr ein Festival fürs Rheinfränkische. Vorstellungen auch allerhand des Theater, Musik und so weiter, aber auch Aktionen mit Schulkindern, weil es ist ja ganz wichtig, dass die Sprache nicht anhält an eine Generation. Und das ist das Schwierigste eigentlich, weil oft ist das so, dass wenn du jetzt in Saargemünd rumspazierst, dass du Leute hörst, die dann sagen, ich verstehe Platt, aber ich kann es nicht mehr schwätzen. Ne? Und warum das Problem überhaupt entstehen kann, beschreibt es Clara Prill aus Marbinger in ihrem Poetry Slam, das erste Mal in Mundart. Ja, man erkennt schon, dass du aus dem Saarland kommst. Du sagst manche Sachen so komisch. Und so habe ich erfahren an jedem schicksalhaften Tag, dass ich falsche Wörter gelernt habe und falsche Sätze und dass man anders wo ganz anders schwätzt, dass einem kalt ist und man nicht kalt hat. Dass man manche Sachen nehmen muss, weil man sie nicht holle kann. Das un nicht allgemein hin. Wie geht's dir? Was hast du heute schon so gemacht? Und was hast du noch vor? Was treibt eigentlich deine Schwester? Warst du beim Friseur? Hast du das Buch dabei, das ich dir geliehen habe? Fahre dieses Jahr noch in Urlaub? Was hältst du eigentlich von der aktuellen Europapolitik? Und hast du es eigentlich, wann hast du eigentlich letztes Mal was vom Scherer Erwin gehört? Gleichzeitig heischt. Sondern dass das nur bei uns so ist. Natürlich wird da gelacht, weil
ich das nicht wollte, habe ich mir dann Gedanken gemacht und beschloss, die ganze falsche Wörter und Sätze auszumerzen. Jetzt, wo ich in der großweit Welt bin. Mir schwätze bei uns daheim Mundart. Also ich komme aus Marbinge und meine Mama kommt aus St. Wendel, mein Papa aus Marbinge und wir haben da so eine Mischung aus, ja, quasi dem Marbinger Platt und dem St. Wendeler Platt und mir schwätze alle Mundart, so wie uns die Schnitz gewachsen ist quasi. Aber auch ist Brillklara hat gemerkt, dass es weniger wahr ist bei der jungen Leute. Deswegen überlese am Abendach, wie man die Sprache erhalten kann. Der Chef vom Historischen Museum hat Saarländisch auf DNA gespeichert. Das Experiment soll unser Sprach für tausende Jahre zuverlässig konservieren. Eine DVD, wo sie einen digitalen Code mit Einsen und Nullen drauf speichern, hält manchmal 10, 15 Jahre. Eine Festplatte können Sie verlieren, ein Server kann unter Wasser stehen oder abbrennen. Und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das doch mal. Also Mundart ist wie DNA, wie unsere DNA, speichern wir sie doch mal in DNA. Ich bin doch Bläser. Das heißt, die kennen noch nicht einmal Bläser vom Trompeter und Schiede. De Laurent Bartel, ein Bienenkünstler aus Wittringen, ist eher einer, der durchs Schwätze die Mundart konservieren will. Da sieht man, wie ähnlich es Blatt in Lothringen und im Saarland ist. Ich muss wohl schon die Biesen, wenn es brennt, bloß. Ich brauche nicht Spritze, ich muss bloße. Fahrt, dass auch noch eine Spritze kann. Für viele Leute, die da waren, ist es wichtig, dass ihr Muttersprach nicht aussterben tut. Weil das ja auch Kultur, mit Kultur verbunden ist, mit Identität. Damit man weiß, wo man hingehört, auch vor allem für die jungen Menschen auch. Da ist ein Heimatgefühl, da ist Wärme drin. Und ich kann mich, wenn ich im Dialekt rede, egal wo ich hinkomme, auch wenn der Dialekt nicht genau passt, bin ich emotional viel schneller dabei, viel besser integriert. Ich empfinde ja im Platten. Ich trauere im Platt, ich lache im Platt. Ich glaube, das ist die Sprache der Seele. Wenn ich dich nicht kriege. Und deswegen sind die Mundartaktivisten am Orwind auch fest entschlossen, alles dafür zu tun, dass ihr Mutterspruch auch in Zukunft weiter geschwätzt gibt. Ja, und Susanne kämpft doch auch schon seit Jahrzehnten dafür auf der Saarlandwelle, da jede Morgen um 8:30 Nachrichten auf Saarländisch, also in den jeweiligen, auf dem Platt, in den jeweiligen Dialekten. Wie nimmst du das dann wahr? Sind die Leute da sehr interessiert, wollen die die Sprache erhalten? Weil auf der UNESCO-Liste steht hier Rheinfränkische, Moselfränkisch schwer gefährdet. Also ich glaube, erstens mal ist es schon gefährdet, weil das vermischt sich ja immer mehr mit dem Hochdeutschen. Mhm. Und es gehen immer mehr Originalwörter verloren. Das haben wir jetzt gemerkt nochmal. Wir sammeln immer die Wörter vorm Dach der Muttersprache schon. Und jetzt war gestern wieder, haben die Leute ihr Wörter geschickt und schon seit 3 Wochen. Und da sind Wörter dabei, die da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Zum Beispiel hat da jemand Wort geschickt, Dalles. Der Holstadt der Dalles. Ja. Das habe ich zum letzten Mal, glaube ich, vor 30 Jahren gehört, benutzt. Es ist einfach weg. Mhm. Ne, man sagt halt, ah ja, du musst aufpassen, dass du dich nicht erkältst. Ja. Aber der Dalles kennt man halt nicht mehr so. Und das finde ich total wichtig, dass die Leute das nochmal, da kommt zum Radio, dann sagt er, wie ich jetzt. Und ich sage dann vielleicht auch beim nächsten Mal, ey, hol deine Dalles. Ja, ne? Und genau. So kann man was mit anfangen. Schausch, was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich mache meine Sachen auf Saarländisch? Was gibt die Sprache zusätzlich her, was das Hochdeutsche vielleicht nicht hergibt? Also es gab einen ganz bestimmten Grund, als die Saarlandwelle aufgemacht wurde, zum Beispiel mit Jacobi und Schorsch zusammen. Ja. Und da ist der SR auf uns zugekommen, das haben ein paar saarländische Lieder. Jo, haben wir gesagt, da machen wir ein paar. Ne? Ein Liebeslied gemacht, es war so schön, bei dir gewesen. Oder Tango, du bist die Frau, auf die bin ich ganz geckig und so. Und damit sind wir dann überall rum, haben das gesungen und der Leid hat es gefallen. Mhm. Und dann wollen wir uns jetzt mal angucken, wenn wir mit Schorsch geschwätzt haben, weil er bisher alles so gemacht hat. Der Schorsch Seitz ist 52 geboren und wollte schon immer Rockmusiker gehen. Der kommt ja aus Elversberg, hat in ein paar Bands gespielt und war auch schon auf dem Hallberg. Jacobi und Schorsch waren dann 1883 bei der Weiberphasen dabei. Schalles Bier und schwarze Ma. Das verträgt man an der Saar.
Und 84 ist dann der Leona Enz ins All geflohen. So, jetzt haben wir das Köpfstück geschafft, jetzt sind wir gestartet. Oh, ich koche erst den Ofen, dann Kaffee, ne? Gut, koch du Kaffee. Ach, jetzt habe ich etwas vergessen, das Filterpapier. Ach, die doofe Frau vergesst immer was. Hast du auch die Klappe zugemacht? Geht nichts über gut. Hat ich schon mal etwas vergessen? Also, nee, aber die doofe Gäste laufen was. Jetzt müssen wir gucken, dass wir weiterkommen, sonst kommen wir nie an. Die haben damals eine Reihe im Radio gemacht, der Gerhard Bungert und der Schorsch Seitz. Und dann noch schnell so ein paar Geschichten von daheim fürs Fernsehen. Das war 85. Aber nie ohne Musik und ohne Inge. Die ist bis heute seine Frau und seine Managerin. Doch die Saar, die überlebt. Und sie fließt auch immer weiter. Es ist nicht egal, was da passiert. Nimmt mit, was kommt. Und 93 ist es dann Abgang. Wunder, 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 Wunder. Holiday am Ostersee, ist ja von Halligalli. Sonnenschein und Hot Holiday, down in Rosen Valley. Holiday am Ostersee, Picknick mit Lambada. Neun's um 8 und Schussalü vom NATO-Kampfgeschwader. 97 in der Saarlandhall. Jetzt stehen euch los. Allein in einem Haus, auf dem kleinen Partler vor den Felder. My Way auf Platt. Du warst das erste Mal bei dem Mir sind nicht so und direkt ein Star. Mein Josch war damals schon ein bisschen älter. Mit dem Warm voll Heil, dann hem Gefahr. Über den kleinen Partler. Mein Josch, das war doch unser Highway. Doch von dem Part hat mein Opa früher immer schon gesagt: Ey Bo, da läuft mein Weg. Der Frau hat sich gefreut und der Oskar hat auch geklatscht. Ja. Was kannst du dann auf Saarländisch sagen, was du auf Hochdeutsch nicht so ausdrücken kannst? Ich liebe dich, das kann man auf Saarländisch sagen. Auf Hochdeutsch fällt das schwer. Ne? Da sagt man, ich habe dich gern. Oder manche sagen, ich han dich gern, du mich auch, ja. Ja, dich auch. Ne? Du hast sehr, sehr viel mit so Wortspielen gemacht. Ne? Ja. Gerd mit my way. Weißt, da hast du Brad Pitt erfunden und so weiter, ja, und so fort. Kommt das einmal so oder gehst du doch strategisch dran? Wie entstehen so Dinge? Beim Musik höre, my way, way, da merkt man plötzlich, es gibt viel Anglizismen, die sind wie saarländisch. Ne? Du kannst sagen, I'm Engländer, my house is green. Das versteht der. Und daraus macht man dann so Nummern. Ah, ja. Da hast du jetzt auf die letzte Jahr bist du so auf die Stimmungslieder gekommen. Du hast unglaublich tolle Rollen gespielt, weil da mehr Sinn so. Aber du hast auch nicht nur solche Sachen gemacht. Du hast schon mit ganz ernsthaften Sachen auch nur Zeitungen geschafft, ne? Und sie tun halt. Ja, ja. Ich habe ja eben gesagt, wir haben damals mit Jakobin Schosch diese Liebeslieder geschrieben. Und dann habe ich mal eine CD rausgebracht. Da war ja eher ernsthafte Sache, das hat sich aber nicht so gut verkauft oder so. Ja. Ich wollte immer von der Musik leben. Mhm. Und dann kam irgendwann die Mir sind nicht so und da konnte ich das wirklich verwirklichen. Und so hat es geklappt. Ja, das hat viele, ja, fast anderthalb Jahrzehnte, oder fast zwei Jahrzehnte war das richtig ein Riesenerfolg. Ja, ja. Du bist ja auch Lehrer, hast du als Lehrer geschafft. Die wollen das jetzt in der Schule. Hast du den Kindern gesagt, die müssen auf jeden Fall Hochdeutsch schwätzen oder hast du mit denen auch platt geschwätzt? Die haben ja auch meistens platt geschwätzt, da habe ich natürlich auch platt geschwätzt und ab und zu habe ich dann Hochdeutsch geschwätzt mit denen. Ja. Haben immer die Gitarre mitgeholt, haben immer gesungen mit denen, das hat denen Spaß gemacht. Also es war wirklich eine schöne Zeit mit denen. Trotzdem auf der anderen Seite, wie wichtig ist es, dass die Kinder auch Hochdeutsch lehren, parallel dazu? Sollte man auf beides achten? Ja, also wir haben ja, meine Frau und ich, wir haben unser Kinder zunächst mal Hochdeutsch, nur Hochdeutsch geredet, geschwätzt. Ja. Nee, wir haben Hochdeutsch geredet. Ja. Und das Blatt, das haben die von selber gelernt. Von unserer Verwandte, auch von uns, wir haben ja daheim auch Blatt geschwätzt. Ja. Und von ihren Freunden und in der Schule und so, und die kennen heute perfekt Hochdeutsch schwätze, da bin ich auch froh, weil für mich war das immer ein Nachteil. Am Gymnasium kein richtiges Hochdeutsch zu schwätze. Mhm. Ich kann es Hochdeutsch nicht halle, ich falle immer beim Hochdeutsch schwätze ins Saarländisch zurück und dann merkt man das. Ne? Mhm. Ja, und die Kinder, die können das perfekt und ab und zu machen die Saarländisch so als Gag. Mhm. So, und Vater,
geht's gut oder so. Ja, ja. Wenn man jetzt mal über die Grenze lot, sieht man ja, viel von den alten Franzosen schwätzen noch dieses wunderbare Mischmasch, genau. Aber bei den Jungen nicht mehr. Ist Dialekt, ist Saarländisch, ist Muttersprache Generationenproblem? Also in Frankreich war das ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Mundart verboten war, vor allem in der Schule. Also die Kinder damals, die in die Schule gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, die konnten gar kein Französisch, die konnten nur Mundart. Ja. Und das wurde verboten. Und dann hat man das dann ausgetrieben und hat gesagt, das ist nicht gut und ihr könnt das nicht schwätzen und ihr dürft es nicht schwätzen. Und irgendwann war das so, dass die das dann auch nicht an ihre Kinder weitergegeben haben. Die haben das zwar untereinander geschwätzt, die Alte, aber die Kinder von denen haben es nur noch verstanden. Und heute ist es so, dass die Enkelkinder das weder verstehen noch schwätzen. Aber es wird ganz viel gemacht in Lothringen, damit die Kinder das nochmal lernen. Also vom Kindergarten an, jetzt bei dem Festival in Sagemin, mir rette platt, wird Kindertheater gefördert in Mundart. Also die machen halt ganz viel, damit das jetzt nochmal kommt. Und dabei sind sie eigentlich, also sie nicht, aber sie haben es halt auch aussterben lassen, eine ganze Generation. Einer, der sich auch so ein bisschen um die junge Leute kümmert, was Dialekt angeht, das ist der Captain Maggi. Ich weiß, ob wir da von dem schon mal gehört haben. Eigentlich heißt er Manuel Nau, ist ein normaler, ganz normaler Kerl, beruflich so Autoschrauber. Nur Feierabend verwandelt er sich dann in den Captain Maggi und zieht durchs ganze Land. Sie kann man den dann auf Facebook, das kann man noch nicht übersetzen auf Saarländisch, oder Instagram. Fratzebuch. 20.000 gucken sich das regelmäßig an. Ein echter Saarfluencer also. Der Seger Tobias hatte besucht. Der Captain Maggi geht ins Museum. Und da hat der Influencer eine ganz wichtige Mission. Ich habe bei Instagram und Facebook eine Seite. Und da geht es darum, dass ich deine Leute noch mal Lust auf Saarland mache. Viele Saarländer behaupten zum Beispiel, mir wäre Provinz und hier gäbe es gar nichts Schönes. Und das ist Quatsch, weil das Saarland hat so viel schöne Seite zu bieten. Und das zeige ich deine Leute. Und da dafür schafft er schon viel, der Captain Maggi. Mit seinem Handy. Wir sind jetzt hier im alten Burschgrave und das ist wirklich eine ganz spektakuläre Location. Die Leute können sich jetzt aber einfach mal vorstellen, wie die Saarbrücker im Mittelalter hier durch den Burschgrave gelaufen sind. Seit Sticker 6 Jahren stellt er jetzt die Bilder von seiner Sache ins Netz. Und da gucke ich ihm auch viel Leid zu. Bei Facebook, wo auch meine Hauptzielgruppe ist, da gehe ich jetzt stark auf die 17.000 Follower zu. Bei Instagram, da hängt es noch ein bisschen hinterher. Da sind hauptsächlich die jungen Leute unterwegs. Da sind es jetzt knapp 6.000 erst. Und die kriegen dann auch ganz viel Saarland von ihm. Aber so ganz ernst meint der Maggi das ja auch nicht. Das Ganze muss man halt so ein bisschen humoristisch auch verpacken. Das heißt, mir mit Zwinker aussehen und das ein oder andere Klischee natürlich auch bediene. Und wirklich so ein bisschen klar das Ganze verpacke. Der macht das alles auf Saarländisch, weil der findet das gut, wie mir da schwätze. Auch im Saarland ist es immer noch so, dass ich viel Leid auch eigentlich schame dafür, Saarländisch zu schwätzen. Und deswegen habe ich mir eigentlich zur Aufgabe gemacht, das Saarländisch wirklich hochzuhalten, weil es ist eine schöne Sprache. Man muss sich gar nicht dafür schämen, ganz und gar nicht, weil es gehört einfach zu unserer Heimat ja dazu. Man kann stolz drauf sein. Vor allem das mit dem Bergbau, das gefällt ihm. Da ist er arg stolz drauf. Glück auf! Im Otto sei klein Kaffeekisch ist in Salui und da geht der Maggi auch in Bergmannsklamotte hin. Auf meiner Seite geht es hier vor allem um Traditionen. Und wir haben hier halt im Saarland halt, unsere schönste Tradition ist der Bergbau. Und das lasse ich einfach auch ein bisschen weiterleben, weil wenn es so Leute wie mich oder junge Leute nicht gibt, dann stirbt der Bergbau irgendwann wirklich aus. Hallo Manuel! Schön, dass du nochmal da bist. Guck mal, wir haben noch ein bisschen was Leckeres zusammengebastelt. Kannst du mal gucken, was du Leckeres findest. Einwandfrei, du mir krummelt den ganzen Tag schon die Mache. Was hast du denn da Woche auf deiner Karte eingestrichen? Sabonara. Ey, die Italiener machen ja so leckere Pasta. Und ich habe mir gedacht, mir meint immer auf Saarländisch, ne? Mit Leona und mit Käse und so, also richtig gut und deftig. Wird das schmecken? Du, so eine kann ich mal bringen. Gar kein Problem. Willst du schon mal zu trinken haben? Ich kenne andere Regionen in ganz Deutschland. Die macht so feine Sachen wie Horische, wie Dippelappes, wie von der Platt geschmelzte. Und das hier, das kann ich ja alles hier in der Kaffeeküche auch probieren und essen. Sabonara, Spaghetti mit Leona. Guck dir das doch mal an. Lecker, oder? Oh, herrliche Gedicht, ey. Mir läuft das Wasser in der Schnitz zusammen. Bring mir mal einen Löffel, dann kann ich gleich losspachteln. Gell? Das soll schmecken. Und ehe der jetzt losspachtelt, macht er noch ein paar Bilder für seine Seite. Patrick, kannst du mal gerade dabei herkommen und mal ein Foto von mir machen? Ja, sicher, komm, ich warte.
Bei Maggi dreht sich alles ums Essen. Also, wie man da so kochen tut, das gefällt ihm richtig gut. Nicht umsonst heißt ihr Motto im Saarland ja auch Hauptsache gut gess. Und die ganze alte Rezepte, ob das jetzt Gefilde sind oder ob das jetzt mal Lauchtunkes ist, die Oma hat es früher gemacht oder die Mama hat es früher gemacht, aber die Kinder kennen es heutzutage eigentlich gar nicht mehr nur kochen. Und ich finde es einfach schön, wenn solche Rezepte nicht aussterben und deswegen zeige ich das den Leuten einfach gern. Jo, aber allein macht das ja auch nicht so Spaß. Guten Appetit. Danke. Haben ihr an eurem Tisch noch Plätze frei? Ja. Mit deiner anderen Dose Hucke, das gefällt ihm. Die schwätze all wie er. Für die Gemütlichkeit ist einfach die Sprache ein ganz wichtiges Thema, weil Sprache ist einfach auch so ein bisschen Geheimnis. Man fühlt sich einfach daheim, wenn man die Sprache hört. Wenn er dann fertig gegessen hat, dann muss er noch ein bisschen was schaffen und schreibe, wie es ihm jetzt beim Otto in der Kaffeekisch gefallen hat. Drin merkt man überall, wie das saarländische Bergbau geliebt und auch gelebt gibt. Überall typisch bergmännische Utensilien oder sogar Originalkörb aus der Waschkau vom saarländischen Bergbau an der Deck. So etwas kannst du halt wirklich nur hier bei uns im Saarland erleben. Natürlich, Kinder an der Original-Kohlelore auch einfach mal nur ein Feierabendbierchen schnappen oder mit stolzen Bergschleid schwadudle. Aber mal ganz im Ernst, wer von euch lässt sich dann eine Weile die geile Spaghetti Sabonara da entgehen? Klick auf und guten Appetit! Und dann ist Schluss für heute. Aber auch nur für heute. Es gibt noch so viele Ausflugsziele, die ich noch nicht besucht habe. Und ich denke, in den nächsten Monaten wird es noch ein Haufen Zeichen geben, worauf sich die Leute freuen können. Captain Maggi ist noch lange nicht fertig. So, jetzt haben wir noch zusätzliche Gast in unserer Runde. Ein richtiger Professor, Professor Augustin Speyer von der Uni des Saarlandes, Professor für Systematik und Grammatik der deutschen Sprache, so heißt es auf Hochdeutsch. Ajo. Und wir haben gerade eben schon mal geschwätzt und gesagt, die Saarländer so untereinander schwätzen ja immer per Du. Und dann hat der Professor gesagt, kannst du ruhig du zu mir sagen. Also, ist das jetzt angeklärt? Das passt, ja. Wir per Du. Per Du. Ja, hoffentlich nicht per Du. Hast du jetzt eigentlich alles verstanden, was wir geschwätzt haben bis jetzt? Ehrlich gesagt, ja. Ich bin ja schon seit 14 Jahren hier, also das passt schon. Ja, wenn jetzt so ein bisschen, wo du herkommst, Stuttgart hast du Abitur gemacht, also cool. Schwab. Jetzt könnte man mal über das Selbstbewusstsein schwätzen. Ne? Oh. Die Schwaben haben diesen Wahnsinnsslogan, wir können alles außer Hochdeutsch. Das spricht doch wirklich für eine mordsmäßige Haltung zur Heimat und zur eigenen Sprache. Also sagen wir mal so, leider habe ich diesen Slogan jetzt abgelegt und nennt sich Se-Land, was vielleicht nicht ganz so prickelnd ist. Ihr auch nicht. Ach so, das versteht okay. Keiner. Okay, Se-Land. Also soll Englisch sein, glaube ich. Aber ach so, okay. Oder okay, ja. Ländle auf ja. Englisch, Se-Land. Ja. Muss man sich schrauben, wenn man Dialekt schwätzt, wenn man platt schwätzt wie mir so an? Oder ist das einfach nur ein Zeichen, wo man herkommt? Es gibt, wir hören als Saarländer, wir waren so oft Französisch, dann wieder Deutsch. Oder das Selbstbewusstsein ist ja nicht so richtig doll. Ne? Aber man muss sich da nicht schrauben dafür, oder? Nee, absolut nicht. Also Dialekt ist aus ganz vielerlei Hinsicht wichtig. Einerseits ist es tatsächlich so, dass es im Prinzip eine funktionale Mehrsprachigkeit ist, also wie wir das sagen würden. Also jemand, also das hat man ja vorher, also jemand spricht sowohl Standarddeutsch als auch Dialekt und hat damit eigentlich eine funktionale Zweisprachigkeit, hat damit eigentlich zwei Sprachen für zwei verschiedene Domäne. Und das ist tatsächlich, aus kognitiver Sicht ist das voll in Ordnung, beziehungsweise ist sogar eher förderlich. Mhm. Und ist ja auch kein Problem, wenn man merkt, wo man herkommt. Also. Nee. Ja. Gibt es Situationen, Susanne, von denen du weißt oder wo du sagst, dort funktioniert der Dialekt viel besser als Hochdeutsch? Also mir hatte mal ein Richter am Oberlandesgericht in der Pfalz, der hat mir erzählt, dass er manchmal das Problem hat, dass die Leute, die angeklagt sind, dass die nichts sagen wollen, weil sie sich vielleicht nicht so richtig ausdrücken können. Und wenn der mit deiner Mundart schwätzt, dann schwätze die, dann öffnet die sich und erzähle. Das heißt, die kriegt man genau dort, die kann man da abholen, in ihrem Inneren, in ihrem Herzen. Ja. Und das ist halt auch schön, wenn die dann sich dadurch, dass sie Mundart schwätzen können, öffnen. Mhm. Und dann hat sie auch, das hat ja auch Sinn dann, ja, diese Sprache. Also das ist, es ist einfach so, die kommt aus dem Herzen, die Sprache, und sie geht auch nochmal ins Herz. Ne? Bayerische Liedermacher giftet ja wie Sand am Meer. Die Touren durch ganz Deutschland, durch Leitfinder da noch gut. Kriegt das der Söder nicht singt. Saarländische Liedermacher haben es doch schon ein bisschen schwerer. Deswegen giftet auch gar nicht so viel davon. Wir haben trotzdem einer gefunden. Und der beweist auch gleich mal, dass man auf Saarländisch nicht nur über Leona und Bier singen kann. Gell, Wolfram Jung? Sattlersch Emanuel singt gern.
Gertrud und Gudrun, die war ein schönes Paar, weil Gertrud die Gudrun so liebte, wie sie war. Und Gudrun liebte Gertrud, weil die Gertrud gut war. Gudrun und Gertrud, die war ein schönes Paar. Und am liebsten singte Manuel Ewe auf Saarländisch. Das hat sich so ergeben. Es war die ersten Lieder, die sind entstanden auf Fabrika Blatt. Ich meine, das ist die Sprache, die ich am meisten benutze. Deswegen ist Fabrika Blatt für den Manuel auch nicht nur ein Dialekt, sondern meine Muttersprache quasi. Meine Muttersprache, wie man so schön sagt. Das hat meine Mutter gesprochen und das ist die Sprache meiner Mutter, ja. Und weil Manuel Gehr auf Fabrika Blatt singt, singt er auch Gehr in Fabrika. Manchmal mit seiner Band im Proberaum. Lass uns miteinander lachen, lass uns miteinander gehen. Lass uns die Welt entdecken, ach, was wär das wunderschön. Lass uns Liebe machen, aber lass mich, wie ich bin. Lass uns zusammen leben, oder lass es einfach sein. Lass uns zusammen leben, oder lass es einfach sein. Manchmal geht er auch einfach mit seiner Band an die Saar. Wer hat die meiste Prostituierte im Land und ist dort dafür sogar international schon bekannt? Ich glaub, dass die meiste von euch jetzt schon blicke. Ich singe euch ein Lied über Fabrika. Und manchmal schafft er halt der Hemm in der Mainzer Straße an neue Lieder. Dieses Jahr habe ich 18-jähriges Bühnenjubiläum. Zu 20. Bühnenjubiläum würde ich schon gerne neue Blatt veröffentlichen. Und dann mache ich jetzt so Vorproduktionen. Also immer wenn ein neues Lied am Start ist, nehme ich das so ein bisschen für mich auf. Dass viel Leute nicht verstehen, dass er in der Sprache singt, die viel Leute nicht verstehen. Also gerade zu Beginn meiner Liedermacherei wurde ich ständig gefragt, warum singst du auf Blatt und sowas. Versteht er wiederum nicht. Diese Frau, die ich eben gesagt habe, warum singst du auf Blatt, die würde bayerischer Liedermacher wahrscheinlich selten gestellt kriegen. Wobei er auch nicht so wirklich versteht, dass sobald es um Mundart geht, sich alles immer um eine Fleischwurst dreht. Ja, das sehe ich auch schon als Problem. Also viel Mundart, die hier im Saarland genutzt wird, ist halt schon so Leona-Maggi-Musik, wenn ich das so sagen darf. Also nichts gegen die Kollegen, die das machen. Hat jeder wohl auch seinen Grund. Aber ich finde, Mundart heißt nicht, dass es irgendwie sich nur um die Region drehen kann oder so. Ich denke, man kann auch auf Mundart, ich meine, das mache ich ja auch im Alltag, ich philosophiere ja auch auf Fabrika Blatt. Und oder wenn ich mich mit Leuten über Politik unterhalte, mache ich das ja meistens auch auf Fabrika Blatt. Und ich denke schon, dass auch in der Musik oder in der Liedermacherei kann das, also wenn man auf Blatt singt oder auf Mundart, kann das auch ernsthafte Themen haben. Eigentlich beschäftigt sich der gelernte Sozialarbeiter Manuel in seine Lieder sogar ziemlich viel mit unbequemen Themen. Verweile schon ganz weh in die Stadt. Weimar's auf dem Land als Lesbe gar nicht so leicht hat. So war das in der Sitcher, so ist das manchmal heim. Ach, ist echte Krank mit einer intolerante Leid. Also das mag ich einfach meiner Musik auch schon. Also wenn ich so die Gesichter von der Leute gucke auf der Konzerte, dass die Leute auf der einen Seite lachen, aber gleichzeitig merkst du auch schon, dass sie nachdenklich gehen. Und diese Mischung gefällt mir ganz gut. Vor allem, weil wenn man auf Saarländisch über ein ernstes Thema singt, das Thema zwar ernst bleibt, aber eben nicht mehr so ernst klingt. Und dann kann man auch natürlich Kritik schon harter formulieren auf Mundart, auf Blatt. Und, weil man doch irgendwie noch ein bisschen drüber schmunzeln muss gleichzeitig. Und so ist Sattlersch ihr Manu nicht nur einer, der auf Saarländisch reimt, sondern Eva auch einer, der mit Vorurteile gehe Saarländisch aufreimt. Ich glaube, es gibt ja immer noch den Eindruck von manchen Leuten, gerade die viele Leute nur Hochdeutsch schwätzen, dass der Mensch, der Dialekt spricht, so ein bisschen eingeschränkt ist kognitiv. Das ist ja totaler Quatsch, das ist totaler Fuppes. Deswegen wird der Manuel auch weiter auf Saarländisch singen. Und wenn Sie ne mal hören wollen, dann kommen Sie halt mal in unsere Brücke. Dort spielt er nämlich am 9.3. im Theater im Viertel. Ja, haben wir das jetzt auch noch untergebracht. Ja, ich wollte Professor Speyer mal noch etwas fragen, was viel von außen hier total wundert, wenn sie herkommen und mir schwätzen über unsere Frauen, über Mäden, oder unser Mädchen oder Mäden und sagen, es zu ihm. Es so, kommt lo rüber, etlo, städtlo hin an der Eck. Woher könnt
so etwas kommen, dass die Frau sächlich ist im Saarländischen? Also das könnte zwei verschiedene Ursachen haben. Also einerseits könnte es einfach sein, dass eigentlich bis vor 300-400 Jahren oder so das normale Wort für eine Person weiblichen Geschlechts Weib war, was ja zumindest vom grammatischen Geschlecht her sächlich ist. Also grammatisches Geschlecht und reales Geschlecht ist ja eh was, was eigentlich gar nicht so wirklich zusammenpasst, aber das ist ein anderes Thema. Oder es kann natürlich auch einfach von der Diminutivform sein, also es kätsche, es kretsche und so, die sind ja im Prinzip auch neutral sozusagen und das kann sein, dass ich von daher so ein bisschen verselbstständigt hat. Also das sind so die zwei Möglichkeiten. Vielleicht wirken die auch zusammen, sodass im Prinzip es einfach am Schluss so rauskommen ist. Sie, du untersuchst ja auch die Grammatik, den Satzbau und so weiter in den Dialekten. Gibt es da vergleichbare Saarländisch mit Sächsisch, mit Schwäbisch, mit anderen Dialekten? Oder also wo sind wir verwandt? Also es gibt so ein paar Dinge, die sind eigentlich überall so ähnlich, oder was heißt nicht ganz überall so ähnlich, zum Beispiel, dass man Relativsätze mit wo einleitet, also ich werde Schwäbisch und bei uns ist das ganz normal, ja, das ist das Buch, wo da liegt oder sowas. Gell? Ja. Und, aber es gibt dann so ein paar Dinge, das ist so allgemein südisch, aber es gibt dann so ein paar Dinge, die sind einfach für die Region relativ charakteristisch, zum Beispiel, gerade was du gesagt hast, steht Loh. Also meinetwegen Desto Buch oder so. Das ist was, was man tatsächlich nur hier in der Gegend sagt eigentlich. Und tatsächlich sogar nicht mal überall im Saarland. Mhm. Und, ja. Die Unterschiede hier sind wirklich groß. Man kann jetzt überstreiten, gibt es Saarländisch oder gibt es nicht. Ne? Selbst wir haben die Rheinfränkisch-Moselfränkisch-Grenze, aber auch im Moselfränkischen, der Saluja schmeckt ganz anders als der Perla. Willst du jetzt sagen, es gibt Saarländisch oder es gibt eine Vielfalt von Saarländisch? Es gibt eine Vielfalt von Saarländisch, weil erstens mal haben wir die zwei unterschiedlichen Dialekte, Rhein- und Moselfränkisch, und dann kommt es ja vor, dass du in dem einen Ort wohnst und der Nachbarort schon wieder ganz anders da schwätzt. Also das kann man nicht nur lokalisieren, sondern das ist von Ort zu Ort verschieden. Und es gibt Leute, die sind da geboren und sind verheiratet mit einer vom Nachbardorf und benutzen für das selbe Wort zwei verschiedene Ausdrücke. Also das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Natürlich, ich sage auch Saarländisch. Ich schwätze platt, ich schwätze Saarländisch. Aber ich schwätze zum Beispiel Rheinfränkisch. Aber das sagt kein Mensch. Also mir schwätze Saarländisch. Ja, genau. Na? Wie ist das in der Musik? Ich höre jetzt mal andere Kollegen, die auch in Mundart zum Beispiel singen, hol mal Bab. Ne? Bab mit ihrem kölschen Dialekt, bundesweit bekannt, nationale Stars. Warum schaffen die Kölner das so und andere nicht so? Große Frage. Hat der andere? Überleben wir noch. Ist der Dialekt so geil irgendwie? Vielleicht ist der saarländische Dialekt bundesweit nicht so beliebt, ich weiß es nicht. Also ich habe viel gespielt im gesamt-südwestdeutschen Raum. Ja. Also all die, wo, ne? Auch typisch saarländisch, all die, wo saarländisch verstehen, das sind noch die Pelzer und die Hesse und die Franke ein bisschen. Ja, ne? Und die Senior All-Südwest, oder Hans Früherkrit. Und da ist das auch bekannt, muss ich sagen. Wenn ich da auftrete, sagen die Leute, ach Gott, man hat dich ja gesehen, da im Fernsehen und so. Ja. Wobei einzelne Lieder ist nicht so, dass die das jetzt von mir können wie Bab-Lieder. Ja, ja, ja. So berühmt bin ich nicht wohl. Nicht. Na gut, warten wir noch ab. Ja. Hast du Erklärung dafür? Du bist ja auch für die Musik auf der Saarlandwelt zum Beispiel zuständig. Jetzt. Also ich glaube, dass Bab zum Beispiel einfach den Nerv der Generation damals getroffen hat und dass das dann explodiert ist. Zum Beispiel der Dudenhöfer. Der macht sein Comedy auf Saarländisch. Und der ist ja auch in der ganzen Republik bekannt. Also ich glaube, dass es der Moment war bei Bab, der das Ganze noch gefördert hat. Und dass man sich auch im Kölner Raum, die haben doch keine Probleme damit. Ja. Also die politischen Botschaften, die da teilweise mitkommen. Genau, sind, ne? Genau. Ja. Ich glaube schon, dass das zum ersten Mal war, dass die halt ihre Rockmusik und diese Botschaften miteinander verbunden haben. Und die Generation, die das damals gehört hat, was auch meine Generation war, mir fand er das klasse. Würdest du auch bestätigen? Ja, ich denke schon. Also vielleicht ist es auch einfach so, dass der Kölner Dialekt einfach quasi insgesamt, also vielleicht nicht mal beliebter ist, aber einfach bekannter ist oder so. Also, also quasi Deutschland hatte so 15 Jahre lang einen kölschen
Bundeskanzler so quasi am Anfang so und wahrscheinlich, und ich glaube, das wirkt im Prinzip nur ein bisschen nach. Herr Konrad hat so ein bisschen bekannter gemacht, das stimmt, ja. Also, wenn man saarländisch lehren will, dann kann man auch mal hier vorbeikommen in Saarbrücken und macht mal eine Stadttour. Ist Moni verzählt eigentlich mal etwas. Genau das macht es. Monika Gottschalk nämlich bei der Stadtführung seit 5 Jahren führt Einheimische, aber auch die von auswärts durch die Landeshauptstadt und als Saarbrücker Merden natürlich auf Blatt. Einfach mal von Ove Truffgucke. Auf sei Stadt, natürlich auf dem Markt und auf die Basilika, dort, wo es halt herkommt. Herzlich willkommen in Saarbrücke. Schön, dass wir all da sind. Ich bin's Moni und ich freue mich drauf, euch heute zumindest ein Stückchen von meiner Heimatstadt zu zeigen. Als Stadt an der Grenze haben wir hier schon Dinge erlebt. Hör mal auf! Immer wieder haben die Deutsche und die Franzose Balava miteinander gehabt. All wollte sie das Saarland. Warum das so war, ist ganz einfach. Die wollte all das Saarland, weil es bei uns so schön ist. Und gerade deswegen geht's Monika Gottschall schon seit 6 Jahren mit Urlauber und mit Leid von Dor durch Saarbrücke. Am Anfang hat's noch versucht, Hochdeutsch zu schwätzen. Und dann habe ich mich irgendwann mal getraut und so ein paar Sätze in Saarbrücker Platt verzählt. Und ihr wäre es nicht klar, sie haben da gestanden, Smileface, ja, waren total begeistert mit unserem Dialekt. Die Tour auf Platt hat sich selbst überlebt und seit fast 5 Jahren verzählt es halt ein bisschen von früher und ein bisschen Kultur. Und natürlich gehen sie immer auch in die Basilika. Das muss Sinn. Dementsprechend viel Orgelkonzerte statt. Die Kirche ist Mitte 18. Jahrhundert in Gewalt war. Und im Krieg hat sie natürlich ein bisschen was abgeritt, aber geht über der Ludwigskirche wesentlich weniger. Eigentlich ist es Monika dort mit jetzt das ganze Jahr unterwegs. Nur wenn es richtig kalt ist, dann macht's Pause. Ja, wunderschön ist hier. Da brauchen wir gar nicht mehr ins Ausland zu fahren oder ins Allgäu. Das ist hier genauso schön. Ich war noch nie hier drin, man muss sich hier fast schämen, dass man noch nie hier drin war. Ne? Ja, toll. Ich bin richtig beeindruckt. Viel, wo mitlaufe, sind Saarländer. Für die ist es wie daheim. Für Auswärtige ist es manchmal schwer zu verstehen. Ich verstehe halbe, weil mein Mann übersetzt. Ich bin Saarländer, von daher ist es anders, weil das ist die Sprache, in der man groß vor ist. Und da passt es halt. Auf jeden Fall ist es anders. Weil das, man denkt ja ganz anders, die Sätze sind ganz anders, die Gedanken sind anders und man fühlt sich einfach wie daheim. Es Monika will natürlich ein bisschen Spaß machen mit seiner Tour. Und verstehen tun es die meisten dann doch. Auf jeden Fall haben sie eine Laie gelöst. Das Saarbrücker Platt ist gut zu verstehen. Also das sage ich auch jedem vorher, denn wir schwätzen hier ja Rheinfränkisch. Das Moselfränkisch und dann hinter unserer Sprachgrenze im Nordsaarland ist es doch ein bisschen schwieriger. Besser gesagt, verstehen wir Saarbrücker doch ja noch nicht immer etwas oder wenig. Es Monika ist ein echtes Saarbrücker Mädel. Und egal ob in der Kappegass, am Overtor oder am Brunne, es kann halt wirklich viel verzählen. Wenn man hier rundherum gucke, sieht man noch barocke Kulisse, also 18. Jahrhundert, obwohl es, wie ich schon mal gesagt habe, viel und oft verändert vor ist. Und dann geht's in die Fröschegass. Da sollen mal Frösch von der Saar in die Stadt gehupst sind. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mal reif für ein Päuschen. Paus Mario Algeer. Und die Dor hucke jetzt im Stivel. Was esse und was trinke, weil das gehört bei uns ja dazu. Ohne Moni, dem heere sie mittlerweile auch wirklich gehört zu. Also ich finde das auch gut, was die Frau hier macht. Weil ich habe selbst ein Faible dafür. Ich will gern, dass die Dialekte, die Muttersprache und das Saarbrücker Platt erhalten bleibt, weil das ein Stück Geschichte ist und unsere Identität als Saarbrücker oder als Saarländer. Nach der Pause geht's über die Altbrück River, über die Saar und hoch zum Schloss. Und dort hört die Tour dann meistens auf. Wir müssen mal hier in der Mitte als hinstellen, in der Sina, da werden wir feststellen, dass man bis zur Ludwigskirche sieht. Ja? Also geniale Baumeisterware am Werk.
Und dann erzählt Monika auch noch ein bisschen was über das Schloss. Und am Schluss findet das auch die Saarbrücker richtig gut. Also es war nur toll. Also es war eine Bereicherung. Sache, die man vorher nie so wahrgenommen hat. Und dann noch so lässig rübergebrungen. Also da ist die saarländische Lebensart so richtig gut rausgekommen. Jetzt habe ich euch so viel erzählt und ich denke, es langt. Herzlichen Dank, ihr Liebe, und einen schönen Abend in Saarbrücke. Dankeschön. Das war schon fast der Schlusssatz, aber endlich will ich noch wissen. Es gibt zwischen den Dörfern, die wirklich in der Nähe lehnen, oftmals Unterschied, wie die Leute Sachen aussprechen. Woher könnte das kommen? Also es gibt eigentlich da auch zwei Gründe. Also einerseits kann es auch einfach sein, dass die politisch aus einer unterschiedlichen Geschichte haben, also zum anderen Territorium gehört haben, was durchaus einen Einfluss haben kann. Aber es ist grundsätzlich so, dass es ist überall so, dass die Nachbardörfer immer anders schwätzen. Die schwätzen immer komisch im Nachbardorf, das ist einfach so. Ich wohne jetzt im Ort, der heißt Oberwürzbach, die sagen zu den Niederwürzbacher Unterwürzbacher. Ne? Also das entspricht dann also ungefähr dem Lebensgefühl, das es dort gibt. Es sind dann noch zwei verschiedene Städte. So, jetzt jeder mal noch sein saarländisches Lieblingswort, Josh. Grubenschuhversteckler. Grubenschuh? Ich habe nur Schaffschuhversteckler bisher. Ja, Schaffschuh. Grubenschuh, ja. Geht auch. Gut, ich komme ja aus dem Grubenmilieu. Mein Vater war Bergmann, alle Verwandte auch. Und okay. Aber wer seine Herkunft dann verleugnen wollte, das war ein Grubenschuhversteckler. Okay. Bist du nett? Du kannst schon mal an die Gitter gehen. Du kannst mich am Schluss gleich noch mal ein schönes Liedchen singen. Augustin. Ich finde sowas wie die Flemmer oder sowas ist einfach was, was einfach. Das gibt es sonst nicht. Ja. Irgendwie. Das ist. Das drückt einfach echt viel aus von gerade diesem melancholischen Gefühl. Flemm und die Freck, ne? Ja. Könnte man noch dazu nehmen. Ja, genau. Susanne? Ohrschärig. Ohrschärig. Weil ich finde, das ist, du hörst schon, dass das nichts Schönes ist. Ohrschärig. Bei mir ist es, wie heißt er in einem wunderbaren Buch von Gerhard Bungert, der das geschrieben hat, ein ungehobelter Mensch, ein Klobiger, nicht sehr feiner Schuh, der Kloven. Der Kloven, der Hevel und der Rilpes. Das sind irgendwie so Sachen, die mir unwahrscheinlich gut gefallen haben. Ne? Also, wir haben heute Abend ein bisschen über Saarländische geschwätzt. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Sie haben vielleicht ein bisschen was gelehrt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelehrt. Und jetzt wollen wir zum Schluss dann auch noch ein bisschen musikalisch machen. Ne? Der Schorsch singt Chlores Land, macht so schöne Potpourri. Also, unser Fazit heute Abend, keine Angst, wenn wir weiter platt schwätzen. Schönen Abend noch. Schorsch, auf geht's. Wir sind ein Haufen Chloreleid und immer schön verrückt. Wir leben auf der Sonne seit am Rand der Republik. Hey Susanna, nimm's Leben nicht so schwer. Wir wohnen hier im Saarland, da ist alles laissez-faire. Come on! Oh, was immer klares Land. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Hey, jo, wir sind ein klares Land. Eukalyptus, Gutsja, oh, was immer klares Land. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Jo, wir sind ein klares Land. Und jetzt alle, bei Hand gespielt, am liebsten nur im Dreck. Wie geht's weiter? Ein. Ajo, bei Hand gespielt, am liebsten nur im Dreck. Und wo der Dreck am dicksten war, da sind wir nicht mehr weg. Hey, Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Jo, wir sind ein klares Land. Wir sind Saarbrücker und spielen Klicker. Wir stemmen Blutwurst mit einer Hand. Dass wir Saarbrücker sind, das weiß doch jedes Kind. Wir reißen Bäm aus, wo gar kein Sinn. Oh, was immer klares Land. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Hey, jo, wir sind ein klares Land. Hey, was immer klares Land. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Jo, wir sind ein klares Land. Und noch immer, weil es so schön war. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Jo, wir sind ein klares Land. Ajo. Danke.